Aber das müsste dann wirklich untersucht werden. Ich habe aber das, was mit so großem Genuss gerade aufgegriffen wird, eigentlich als ein eher bescheidener Nebensatz gesagt. Das war nicht das Hauptargument meiner Darlegung. Sie haben selber gesagt, wenn die Krise kommt. Ich behaupte, die Krise ist schon da. Ja. Wir merken es nur nicht so und vor allem so guten sozial abgestützten Staat wie in Österreich. Allein 40.000 Arbeitsplätze sind in Österreich de facto nicht mehr herstellbar, nur durch die Ereignisse der letzten Monate. Das heißt, es ist eigentlich ein Tanz auf dem Vulkan, in dem wir im Moment sind. Und da komme ich jetzt zu den jungen Generationen, die hinter uns sitzen, weil sie von den 68er sprechen. Das ist far, far away. Und der Luxus, in einer Demokratie zu leben, den kennen heutige Jugendliche nicht, weil sie nie in diktatorischen Verhältnissen wirklich aufgewachsen sind, beziehungsweise sie auch nicht so kennengelernt hat wie meine Generation. Ich bin 51 und Teile meiner Familie sind in Tschechien und so weiter also draufgegangen. Ich bin natürlich davon noch beeinflusst, aber meine 25-jährige Nichte, für die sind wirkliche Rechte, Herrschaftsmodelle nicht mehr vorstellbar. Und das ist die Gefährlichkeit für mich der heutigen Herrschaftsmodelle und die ohne Programm befindliche, rein auf populistische Rhetorik aufgebaute Parteien nützen genau dieses Nichtwissen der heutigen Jugendlichen aus, weil sie sie genau in eine hierarchisch strukturierte Ecke führen. Weil wenn zum Beispiel heute verboten wird, ein Schleier oder ein Kopftuch, dann ist natürlich die Frage, was wird morgen, wenn genau die heutigen Forderer an der Macht sind, gefordert. Ja? Die fordern nämlich dann so wie Goebbels das ein, was sich niemand vorstellen konnte, nämlich den Untergang ihrer ganzen Bevölkerung. Und ich glaube, das ist überhaupt eine generell eine Aufgabe von uns allen, unserer Generation, sich schon langsam von 68 zu verabschieden und sich wirklich zu konzentrieren auf die Zukunft der heutigen Generationen, die einen Herrn Strache dann vielleicht ertragen müssen. Zunächst mal, als ich gesagt habe, wenn die Krise kommt, war das jetzt nicht gemeint, dass sie noch nicht da ist, sondern ich sagte das im Sinne des Konditional. Jedes Mal, wenn sie kommt, bricht dann das durch, was ich versucht habe vorhin. In dem Sinne, dass die Krise schon längst da ist, schauen Sie, ich bin der Marxist unter uns hier. Ich weiß es. Ich weiß, aber dass das ich. sagt sie so leicht, wenn die Krise kommt. Sie ist wirklich da, weil das ist eine Verniedlichung. Ich weiß es, ich weiß es, ich lebe auch in einer Welt, die nur Glauben will. Gestellt haben und ich möchte Ihnen sagen, ich bin nicht überzeugt davon, dass es nur das Problem von den Jugendlichen ist. Ich habe nicht versucht, etwas über Jugendliche hier zu sagen. Wenn ich heute an was früher Stammtischgedröhn hieß, denke, wie es sich heute manifestiert hat und niedergeschlagen hat in der sogenannten Talkback-Kultur. Ich weiß nicht, haben Sie Talkbacks hier wissen Sie, was Talkback ist? Also, wo jeder Artikel in der Zeitung, sowohl weil es online ist, sofort irgendwie von der Gesamtbevölkerung irgendwie bombardiert werden kann. Da müssten Sie sehen, jedes Mal, wenn neuralgische Momente, ich untersuche das fast systematisch in Israel, was da alles hochkommt, ohne dass es Jugendliche sind, sondern alle Bevölkerungsschichten und von allen Seiten, da wird mir auch ganz schön schwummrig damit. Da wird mit einmal klar, dass im Grunde genommen, und weil es gerade anonymisiert ist, da wird ja die Sau endlich rausgelassen. Weil da wird es ja endgültig klar, dass man dann jetzt sich überhaupt keine zivilisatorische Zaun mehr anlegen muss. Ich würde sagen, dass in dieser Hinsicht das Problem nicht nur bei der nächsten Generation ist, sondern schon bei unserer. Die Krise ist schon da in unserer Generation. Wobei Sie natürlich eine jüngere Generation sind als ich, also in unserer alle Generation. Jugendlichen Sprecher, Okay. Soll ich aufstehen sonst? Ja, okay. Wie das geht.
Also ich glaube, es ist einfach dadurch, dass wir ja gar nicht genau wissen, wie diese Autorität zustande gekommen ist, also zu der wir erzogen werden, selbstständig denken, selbstständig handeln, wissen wir gar nicht, was passieren könnte, wenn wir einer großen Macht folgen oder so. Und daher müsste nur jemand im richtigen Augenblick kommen, wieder mit den richtigen Botschaften, mit den richtigen Vorstellungen. Und ich glaube, das ist das Problem, dass man einfach wieder den Leuten folgen könnte. Ich finde das ausgezeichnet, was Sie gesagt haben. Ich will Ihnen nur ein Kompliment sagen. Die Tatsache, dass Sie das aussprechen konnten, ist für mich schon ein Indiz dafür, dass es so schlimm nicht sein kann. Das heißt also, Sie selber haben ja schon reflektiert, die Tatsache und so weiter und so fort.